Mahlzeit, mein Name ist Balfmar und herzlich willkommen hier zu Balfmar Schaut, meinem kleinen Reaction-Tube-Kanal, in dem ich immer wieder Videos gucke und Songs euch zeige, die ich kenne, die ich besonders toll finde und sage, was ich daran toll finde. Allerdings gucke ich auch, so wie ihr es gewohnt seid, immer wieder Musikvideos und Songs, die ich nicht kenne und lasse mich einfach überraschen, was da auf mich zukommt und habe immer wieder ganz, ganz tolle Vorschläge und Einsendungen von euch in den Kommentaren. Und ich versuche, alles durchzuarbeiten. Mittlerweile wird es etwas mehr. Aber da schon mal vielen Dank an die Unterstützung von euch. Richtig cooles Zeug. Wir kommen jetzt auch zu einem Vorschlag. Das war Shepherd's Reign mit Lemanu. Wurde mir vorgeschlagen und es wurde mir nur gesagt, es ist Metal. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung des Metal-Universum es geht. Ich bin sehr gespannt und würde sagen, da ich zu der Band nicht viel sagen kann, schauen wir uns direkt mal an. Bei dem Titel Lemanu vermute ich mal, es ist nicht Englisch, wobei der Bandname Englisch ist. Lassen wir uns mal überraschen. Apropos Englisch, das wollte ich auch noch ganz kurz loswerden. Ich wurde jetzt häufiger gefragt, ob ich keinen englischen Untertitel habe. Leider nicht. Den deutschen Untertitel kann YouTube automatisch einblenden. Beim Englischen muss man den aber einmal komplett selber eingeben und dann auch noch mit Timestamps versetzen. Das ist im Moment für meinen kleinen Hobbykanal leider zu viel Arbeit. Das kriege ich nicht hin. Beziehungsweise, mir macht das Musikvideo gucken und so weiter mehr Spaß. Und ich habe halt einfach noch nebenbei meine normale Arbeit, also mein Normal Work, lots of Hobbies. Und hier Roleplay Gaming, Board Games und so weiter halt. Ganz viele Sachen und da komme ich nicht so dahin. Also das ist im Moment viel Arbeit. Vielleicht komme ich später mal dazu, wenn der Kanal ein bisschen größer wächst und ich irgendwie vielleicht jemanden habe, der mir da hilft oder so. Aktuell kriege ich das aber leider in diesem Ein-Mann-Projekt nicht hin. Und ich habe das aber im Auge und sobald es irgendwie möglich ist, versuche ich das natürlich umzusetzen. Da auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an euer Interesse. Und jetzt würde ich sagen, ab zur Band. Wir starten mal hier und gucken uns das Ganze mal an. Das ist doch mal nach meinem Geschmack. Also so wie ich das gehört habe, singen sie auch kein Englisch. Und vom Intro her. Und dann gehe ich mal davon aus, dass sie halt auch nicht Englisch singen. Aber es geht direkt los, wird direkt losgeballert. Finde ich cool. Manchmal wundere ich mich. Also ich glaube, manchmal wisst ihr genau, was mir gefällt und was nicht. Ich hatte jetzt bis jetzt, glaube ich, nur ein bis zwei Vorschläge dabei, wo ich mir gedacht habe, das ist nicht so meins, das gefällt mir nicht. Das habe ich aufgenommen, das ist auch noch auf der Festplatte. Da überlege ich noch, ob ich das hochladen soll oder nicht. Aber ansonsten, bis jetzt sind, ich sag mal, wirklich fast alle Lieder schon hochgeladen und warten auf die Veröffentlichung und sind einfach richtig, richtig geil. Also, ihr wisst, was gut ist. Also nochmal, ja, und jetzt hier. Immer nur für den Fieber.
So. Richtig gestoppt. hoffe ich, auf jeden Fall. Ja, sehr coole Musik. Gefällt mir. Vom Stil her und sowas. Klar, nicht jede Band, die diese Art von Musik macht, sollte man mit Sepultura Schrägstrich oder Soulfly vergleichen. Aber es geht grob in die Richtung. Ich denke mal, wenn man die beiden Bands erwähnt, bei jemand Unkundigen, weiß man aber grob, in welche Musikrichtung es geht, wenn man die Band beschreiben will. Auch wenn sie tatsächlich ihren eigenen Stil hat. Ansonsten glaube ich auch mit Lemanu, keine Ahnung, könnte vom Schmuck her und den Tätowierungen und so weiter halt so ein indigene, wie nennt man das, so eine Art ursprüngliches Volk, Indianervolk. Wie gesagt, nicht böse gemeint, ich kenne da nicht immer die politisch korrekten Ausdrücke, aber halt so ein traditionelles Volk sein, woher die Jungs abstammen oder beziehungsweise dessen Musikeinflüsse damit sind, ob das jetzt Südamerika ist oder Indonesien oder sowas, keine Ahnung. Australien gibt es ja auch noch, ja, diesen Einfluss der Urbewohner. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die ganzen Volksstämme alle heißen, sorry. Aber dementsprechend denke ich mal, dass es auch wieder daher beeinflusst, wahrscheinlich auch textlich und sprachlich. Finde ich aber sonst vom Sound her richtig gut und es ist mal schön, auch wieder nicht was Englisches zu hören oder was Deutsches. Das, was mir mittlerweile richtig gut gefällt, sind diese anderen Sprachrhythmiken, ob es jetzt Japanisch ist oder Mongolisch. Das hat alles irgendwie so seinen eigenen kleinen coolen Touch und das finde ich total spannend. Bevor ich jetzt aber hier schon wieder viel zu viel quatsche, gucken wir jetzt mal hier noch ein bisschen die Haare schütteln, ne? Ganz kleines Stück zurück machen. Ihr könnt mir das bestimmt sagen, was das ist, was er in der Hand hält. Das ist irgendwie so ein Stab, vielleicht ein Zepter, was Traditionelles, irgendein Gegenstand. Hat das eine nähere Bedeutung, oder ist das so eine Art, man hat das ja sowas, in den ursprünglichen Völkern auch, sowas wie ein Allround-Werkzeug. Wie zum Beispiel, wo man ein Messer hat und diese Messer werden auf bestimmte Art und Weise gefertigt, damit man damit auch was zermahlen kann. Auf der einen Seite ist das Messer platt, damit man was zermahlen kann, auf der anderen Seite scharf, damit man was schneiden kann. Ist das vielleicht auch so? Wobei ich glaube, es ist nur aus Holz. Also da gerne Infos, schreibt mir kurz was in die Infos. Sowas finde ich immer äußerst spannend. Und ja, dann mal weiter jetzt hier. Ich muss mittlerweile sagen, es hört sich gar nicht mehr so an wie Sepultura und Soulfly oder sowas. Die Gitarrenriffs sind ganz anders. Also das ist wirklich diese Melodie dabei und sowas. Das ist, da möchte ich ein bisschen Rückzieher machen. So leicht kann man es tatsächlich nicht vergleichen. Finde ich gut, wenn man halt was Eigenes und die anderen Einflüsse hat. Ja. Was soll ich sagen? Finde ich gut. Also, ne? Aber wie gesagt, definitiv geht nicht ganz so in die Richtung, was ich ursprünglich gesagt habe. Deswegen bitte keine Steine schmeißen. Ich nehme es ja schon wieder zurück.
kommt wahrscheinlich so eine Stelle und dann nochmal richtig so raus. Ja, was soll ich sagen? Kann ich mir live auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe ja immer im Kopf direkt, weil ich jetzt auch im Festivalnotstand bin, weil einfach keine Festivals und Konzerte stattfinden, habe ich ja direkt immer im Kopf, oh, wie geil könnte das live sein? So und so. Und dann setzt da der Moshpit ein und dann Wall of Death und Circle Pit und habe ich direkt immer so alles im Kopf und kann ich mir hier so richtig gut vorstellen. Einfach nur wieder so Energie rauslassen und einfach mit den anderen zusammen feiern und ja, Metal hören. Stopp machen. Also das Musikstück, was jetzt gerade war, finde ich richtig, richtig auch zwischendurch so ganz kleine progressive Rhythmuswechsel drin. Finde ich total gut. Also und auch sehr dezent reingestellt, aber dennoch waren sie vorhanden. Und ja, gefällt mir. Also finde ich gerade, wie gesagt, einfach, gefallen mir gerade musikalisch immer besser. Hätte ich das am Anfang gesehen, hätte ich am Anfang des Videos gesagt, und Leute, bleibt dran. Ihr denkt, also ne, so, ich hätte dann wirklich am Anfang gesagt, Leute, bleibt dran, folgt dem Video. Und es steigt, ne, es beginnt langsam und dann wird es musikalisch immer, immer besser. Ich glaube, das ungefähr wären meine Worte gewesen, hätte ich schon so weit geguckt. Also da tatsächlich richtig cooler Musikaufbau, geiler Song und ich bin sowas von gespannt auf mehr und muss mir jetzt gleich erstmal auf die Finger hauen, dass ich warte bis zum nächsten Reaction 2 Video, weil da möchte ich euch gerne wieder mitnehmen. Dann werde ich auf jeden Fall noch einen Song von denen reacten. Ich gucke ja immer, dass ich dann so zwei, drei Lieder von jeder Band mache und dass da mindestens ein Live-Song bei ist. Ich muss mal gucken, was dabei ist. Vielleicht könnt ihr mir auch noch was empfehlen von der Band, von Shepard Reign. Aber jetzt gerade musikalisch, allererste Sahne. Also top, super gut. Ja, guck mal, da wird mir doch direkt schon was anderes vorgeschlagen. Mal gucken, ich weiß nicht, ob ich die Videos nehme, die direkt da vorgeschlagen sind. 6 Videos nur, scheint noch eine relativ kleine Band zu sein. Ich habe auch vorhin gar nicht geguckt, wie viele Views die Band hat, ehrlich gesagt. Müsste ich mal gucken, ob das vielleicht nur ein paar Tausend oder sogar Millionen sind. Ich habe keine Ahnung. Ist mir aber auch egal, ich reacte auch Bands mit 1000 Views. Also von daher gesehen, schlagt mir auch mal gerne kleinere Bands vor. Also ne, ich habe letztens erst von Adam's Fall wieder was reacted. Die haben 1000 Klicks dort gehabt, aber der Song war einfach geil. Dann schickt mir das. Und wie gesagt, Views sind mir schnurzpiep egal. Gute Musik ist gute Musik. Und das hier ist auf jeden Fall gute Musik. Also hier im Bildschirm, so, das da. Nee, so, da, gute Musik. Ja, was soll ich sagen? Das war's für heute wieder. Ich hoffe, euch hat's genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das war heute wieder ein Fest.
Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich demnächst wieder. Mein Name ist Balfamor und ansonsten, ich erwähne es nochmal ganz kurz, alle Infos unten in den Balken und auch Supportmöglichkeiten sind dort. Ich bin finanziell unabhängig, ich verdiene selber Geld, alles gut. Aber wenn ihr mich dennoch unterstützen wollt, gerne unten einmal nachgucken. Ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil ich brauche es nicht. Es ist zwar nett, aber ja, ihr seht ja, ne? Wer hier fett Board Games kaufen kann, dem geht's ganz gut. Hier Board Games von Kickstarter, also no problem. No lack of money. Ja, okay. Ich verquatsche mich wieder. Ich bin raus. Bis dahin, euer Balfamor. Ciao.